Wir starten mit Erkom hier. Ja, das Auge über sein Volk bewacht. Das Auge über sein. Reden. Wie ist die Lage? Was gibt es Neues über die Truppenbewegung des Skans? Uns erreichte kürzlich die Nachricht, dass sich uns eine größere Anzahl ihrer Truppen nähert. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie nicht schon vor dem Depot in Stellung gegangen sind. Cutscene. Oh, aber wir haben Kampfbots. Kriegen wir jetzt ein langsames Zoom-Out und Zoom-In oder was? Ja, das kriegen wir extrem Sie langsam. werden bald angreifen. Wir müssen uns auf Ihren Ansturm vorbereiten. Da sind sie. Sind das viele. Du solltest mit ihnen verhandeln. Das habe ich schon versucht. Der Prinzipal, der diese Truppen anführt, hat ganz klar signalisiert, dass er nur an einer bedingungslosen Kapitulation interessiert ist. Er will unser Elex. Unnötig zu erwähnen, dass das für niemanden hier eine gangbare Option ist. Ein offener Kampf hier im Depot wird vielen Zivilisten das Leben kosten. Das wird nicht zu verhindern sein. Wir werden das Depot nicht kampflos aufgeben. Ich könnte versuchen, sie außerhalb des Depots zu stellen. Es würde uns sehr helfen, wenn es dir gelingen sollte, wenigstens ihre Zahl zu minimieren. Du hättest deine Leute nicht rausschicken sollen. Das war ein Fehler. Ich werde auf meinen Patrouillen durch Ignadon darüber sinnieren, was uns die Vorkommnisse der letzten Tage lehren wollen. Der Wankelmütige ist niemals so effektiv und vorbildlich wie der standhafte Soldat mit einem klaren Ziel vor Augen. Schon gut, ich hab's kapiert. Na schön. Machen wir weiter. Warte, das ist kein Ausgang. Hier ist der Ausgang. Also ich alleine stelle mich jetzt den Klerikern. Oh, ich kann nicht reden. Den Typen da, obwohl da haufenweise Alps zu meiner Verteidigung da wären. Komm schon, ich Ich locke sie komme. einfach. Nein. Ich locke sie einfach. Dass ich dann noch Muni kaufen kann. Komm schon, Stadtwachen. Wir haben Besuch. Ist keine Muni mehr, verdammt. Vergessen, dass ich Blizzard noch drinnen hatte. Knapp. Seine Leute, er kommt. Uiuiui. Uiuiui. Werden sich Exzellent. helfen, ob sie wollen oder nicht. Ich darf mich nicht treffen lassen. Gute Arbeit. Ich habe noch immer Blizzard drinnen. Gute Arbeit. So. Raus mit Blizzard. Ach, rein mit Microsoft. Was? Nee, es gibt nicht so viel Sinn. Ich hab den Zack. Das Einzige, wo ich noch ein bisschen Muni Ich drin habe. helfe dir. Dann werden sie wieder erfickt. Keine Granate wirft. Komm schon, Frank. Wir locken sie zu den anderen Stachwachen. Ja, ist mein letzter Part für heute. Reden.
Reden geht nicht mehr. Vielleicht das Back Battling with Captain Zack ist noch drinnen. Neue Stufe, yes. Ha! Was für ein jämmerlicher Superkick. Als ich dort drüben angekommen bin, hat Falk schon alle besiegt. Falk macht einen anderen Weg. Falk! Dann hat selbst Eisfausten. Komisches Geräusch gemacht, oder? Das hab ich mir nicht mehr eingebildet. Ja, alles gelootet. Okay. Zuerst nochmal Constitution auf 50. Und so. So viel Intelligenz kriege ich dann nicht mehr dazu rein. Brauche ich fast noch ein Level up. Alles klar, Jungs. Sehr angenehm für euch, oder? Dieser Fight. Wo ich wieder mal alles alleine mache. Muni hätte ich mir noch kaufen können irgendwo. Achtung! Ja, ich sehe es. Alles schön auf Park gehen. Hopp, wir haben ihn eingeengt. Sehr gut, Park. Sind auf jeden Fall leichter als die Kampfkolossen. Wie viele gibt es denn davon? Viele. Nur die besten und größten Kuratoren bringen den Kalk. Ich weiß, dass ich den Kalk seinen Feuerschaden mit meinem Eis ausgleiche oder vernichte. Ab, das Rudel ist hier. Okay. Rudel vernichtet. Neuer? Neuer. Macht Feuerschaden. Gut, weg ist er. Oh. Ich darf da gar nicht vorbeifliegen nochmal. Ab, da kommen sie schon alle. Ein mit dem Eisschaden. Dann so fett. Ja.
Oh. Oh. Diese Soldaten haben versucht, das Depot zu erobern. Wenn die Skyans jetzt schon so in die offene Konfrontation gehen, haben wir nicht mehr viel Zeit. Ja, ich glaube, die sind einfach nur rumgestanden. Haben gewartet, bis wir sie abschlachten kommen. Lock. Sehe ich gar keine Belohnung? Oh. Crony? Warum ist ein Tomston Town? Müssen wir Cassandra nochmal anrufen? Und wir kriegen schon den nächsten Fight. Ja. Sparta Kick. Wenig Eindruck von meinem Eis. Wenig Eindruck. Gut, 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 gut. Wo ist mein Boy? Brony. Cassandra Treffstation ist er. Okay. Schauen wir, was hier abgeht. Verschaffen wir uns einen Überblick über unsere Aufgaben, die vor uns liegen. Stand by. Ich habe mich um die störenden Unruheherde in den Ländern der freien Menschen gekümmert. Das wird der sechsten Macht zugutekommen. Wir haben alle Widrigkeiten aus dem Weg geräumt, die uns daran hindern könnten, in Marakor einzumarschieren. Die sechste Macht wird jetzt tun, wozu sie gegründet wurde. Ich werde mit Tiaik die Angriffspläne auf Marakor durchgehen. Wir werden das Land von den Eindringlingen befreien. Ja, aber was dann? Wir haben immer noch keinen Plan, wie wir die künstliche Intelligenz des Hauptformers dazu bringen, uns die Pforte zu öffnen. Wahrscheinlichkeit, dass Cassandra kooperieren wird, liegt bei 0%. Ja, Kleiner, ihr Maschinen macht ja keine halben Sachen. Was eure Willenskraft angeht, kann euch niemand das Wasser reichen. Analysiere. Ich weiß auch noch nicht, wie wir das hinkriegen sollen. Lass uns erst einmal die anderen Dinge erledigen. Den Rest überlege ich mir unterwegs. Positiv. Mitkommen. Mitkommen. Der Volk schon weg ist. Wie nah sind wir am Level-Up dran? Oh, viel zu weit weg. Und wieder irgendwelche. Oh, oh je. Wer ist das? Sestak. Was gibt's mit Sestak zu bereden? Machen wir gleich, machen wir gleich. Das muss ich nochmal schmieden. Nur den letzten Schmiedepunkt gönnen. Uah. Ich mir mein Schwert zusammenschmieden und mit Sockeln bestatten. Wo ist es? Hier ist es. Yes. Sehr geil. Das haben wir noch immer nicht anscheinend auf Maximum, was es sein kann. Ja, ja. Und jetzt erst das Sestak runter, bevor ich mir da einen Kristall reinhau. Was geht, Falk? Haut einfach ab. Unglaublich, der Typ.
wäre jetzt doch hier, oder? Sogar Häuser. Gerade nicht. Jetzt nicht. Toll, toll. Umsonst runtergeflogen. Schaut nach Point of No Return, nach dem wirklichen Point of No Return aus. Alles klar. Komm schon. Haben wir jetzt nichts Wichtigeres zu erledigen, als zu quatschen? Die Skyans in Marakor warten darauf, geschlachtet zu werden. Okay. Also Sockel. Mein Schwert mit Sockel beschützen. Stützen. Oh, warte mal. Ach, Mist. Zuerst. Nichts mehr zum Kombinieren. Bonus Crit-Schaden. Dafür ist es schon zu spät. Das ist 2. Ah. Dann noch mit Tirek reden und dann ist die Folge schon vorbei. Er schickt uns wahrscheinlich direkt in die Schlacht, oder? Ja, ja, reden wir mit ihm. Oder? Brauche ich zuerst Schrotmoni. Wie du da? Ich kann den Moni herstellen. Das leichtere. Sehr schön, sehr schön. Habe ich noch genug zum Malen das herstellen? 5. Das passt. Das passt mir genau. Keine Beschwerden. Wer ist der Typ? Ah. Leiblechter von Kaya. Ganz vergessen. Du hast deinen Vater rekrutiert? War da nicht mal was? Ja, aber lass es uns mit ihm versuchen. Er ist ein guter Stratege und Feldherr. Wir können von seinen Fähigkeiten nur profitieren. Aber gib Acht auf ihn. Er ist mir schon einmal in den Rücken gefallen. Ist gut. Ich werde Vardek im Auge behalten. Wird schon schief gehen. Jetzt gilt es. Lass uns die Streitkräfte der 6. Macht bündeln und in Marakor einmarschieren. Ja, es wird Zeit. Es erreichten mich gerade Berichte über Truppenbewegungen der Skyans in Marakor. Direkt in der Mitte von Marakor wartet ein Prinzipal mit seiner Kampftruppe auf den Marschbefehl aus dem Hauptformer. Ein weiterer steht in dem zerfallenen Firmenkomplex im Westen des Landes. Dann noch eine Menge Skyans in einem von Skyaniden verseuchten Gebiet direkt im vorderen Bereich von Marakor. Berichten zufolge steht da auch noch eine zweite Gruppe direkt im unbewohnbaren Gebiet dahinter. Und natürlich schon direkt am Eingang zum Pass, der in dieses verfluchte Land Marakor führt. Sie stehen alle kurz davor, mit ihrem Hauptheer in unsere Länder einzufallen. Wenn wir jetzt nicht handeln, kann es schon bald zu spät sein. Wie sieht der Plan aus? Unsere Streitkräfte kümmern sich um die Kuratoren und Hetzer des Skyans. Du und deine Waffengefährten würden unserer Sache am meisten dienen, wenn ihr euch vornehmlich um ihre Anführer kümmert und all das wegmacht, was wir übrig lassen. Worauf warten wir denn noch? Wir sind bereit und werden umgehend losmarschieren. Sehr gut. Beenden wir diese Invasion. Abmarsch! Und schon fertig. Koni verlässt die Gruppe. Nein! Das ist nicht da. Ist das mein Sohn? Was machst du hier? So. Diese Katze instinkt sich lange, wo nichts geredet wird. Und sie einfach die Landschaft zeigen. Ich weiß nicht, warum das so ewig dauert. Ich bin schon überall 10-mal gewesen. Und der Schnee ganz hinten schaut nicht mehr so gut aus. Der blaue Himmel auch nicht. Na gut. Roni
Achso, okay, die sind schon alle drüben. Ja, sehr schön. Und ich bin allein in der Burg oder was? Warum bin ich nicht mitgekommen mit allen? Wirklich? Ha, bisschen eigen. Aber dann gehen wir mal zu Fox und Kaya. Oh, der Rest meines Teams weiter drinnen und die Berserker chillen draußen. Später, Kollege, später. Jetzt gibt's erstmal die Hucke voll in Marakor. Darum geht's aber der Sache hier, oder? Jetzt nicht. Wir sollten vielleicht noch einmal unseren Angriffsplan auf Marakor durchgehen. Was meinst du? Commander, alles ist so, wie wir es befürchten. Ha! Ein Controller-Ausfall ein später. Interessant. ...fürchtet hatten. Der Feind ist ausgerückt aus dem Hauptformer Cassandra und steht kurz vor seiner Invasion in unsere Länder. Wir erwarten deinen Befehl, um weiter vorzurücken und sie aufzuhalten. Genau wie die anderen, die mit uns in Marakor einmarschiert sind. Wir warten noch. In Ordnung. Wir warten. Da gibt es doch sicher noch was zu erkundigen. Ah, und da weiß ich schon, wo ich bin. Oder die Landschaft zu genießen. Irgendwo noch ein Thumbnail rausholen. Bevor wir da rein stürmen. Oh. Hm. Natürlich, jetzt bekomme ich eine legendäre Waffe. Direkt bevor ich da rein stürmen will. Jetzt geheißen Brellbock. Hier sind wir, da habe ich schon meine ganze Mannschaft versammelt. Direkt oberm Marakor-Konverter, Marakor-Pass. Wo ist die Waffe? Ah, ich kann sie sogar nehmen. Constitution. Mit 3 leeren Sockelblitzen, die ich gerade verschwendet habe. Na, dann finden wir doch mal ein Monster zum Testen. Perfekt. Zu den Drag. Kann ich mit einer Zweihandwaffe nicht schlagen, wenn ich in der Luft bin? Echt nicht. Oh boy. So, das Ding ist wertlos. Ja, das Ding ist wertlos. Ich habe gerade mein Judikatoren-Schwert abgegradet. Da, man sieht den Vergleich. Das wird genommen. Da helfen die Sockelblätter auch nichts. Das ist der Schadenunterschied. Ich meine, es war ein leichteres Gegner. Ein leichterer Gegner, aber. Da war schon ein fetter Schadenunterschied. Und Elektroschaden macht's auch. Böser Wolf. Dann machen wir die Abschlussfolge zum Schluss. Kann eh sein, dass ich einfach eine große Abschlussfolge mache, eine stundenlange. Um das Finale noch zu Ende zu bekommen. Und dass die pre-finale Episode ist. Kriegen wir noch ein cooles Thumbnail zusammen, Leute.
So. Fuchs brauchen wir nicht oben haben, oder? Passt. Das passt mir her. Jo, peace out.